Ja, es ist echt ein Rätsel, wie diese Banditen ihre Waffen in dieser Wüste funktionstüchtig halten. Tja. Die sind in der Tat gut. Die Waffe, die du mitgebracht hast, ist definitiv handgemacht. Ne? Saubere Arbeit. Und auch gut gewartet. Da wird mir warm ums Herz. Ja, Tokarev ist schon ein seltsamer Typ, aber irgendwie mag ich ihn auch. Aber wem wird beim Anblick von Waffen warm ums Herz? Oh, ich habe jetzt eine Postkarte. Das ist so traurig. Ich hätte gerne viel mehr Andenken mitgenommen, aber ich habe sie leider alle verpasst. Na, ich sagte ja schon, das wird nicht das letzte Mal, seit ich es durchgespielt habe. Und dann mache ich es auf Ranger Hardcore und hole mir alles. 100%. Aber ich finde das schön, dass sie alle bei Sonnen sitzen hier. Und ich finde das schon mit Katja und Stepan. Die beiden haben sich echt verdient. Der war immer so lieb zu ihr und dann... Aber schon ein halbes Jahr unterwegs, das ist richtig krass. So viel hätte ich jetzt nicht vermutet. Und ich finde es auch cool, dass Yermak noch bei uns ist. Das sind alles coole Leute hier irgendwie. Hey Yermak. So, wir nehmen mal den nächsten Ort. Und zwar dieses Auhaya. Ich kann kein Kyrillisch. Tiger. Ich kann nicht behaupten, je religiös gewesen zu sein. Aber jetzt bitte ich alle Götter, auf Anna aufzupassen. Möge das Tal ihre Krankheit heilen. In der Zwischenzeit haben Aljoscha und ich einen Aufklärungseinsatz. Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber Aljoscha scheint überzeugt zu sein, dass zahlreiche Frauen seine Ankunft dort begierig erwarten. Sollte das wirklich der Fall sein, dann habe ich den bestmöglichen Begleiter für diesen Einsatz. So, erstmal Tiger Uppercut. Ja, ich bin echt gespannt, Leute. Ich habe nämlich schon in Tests gelesen, dass das Spiel sehr kurz sein soll von manchen, dass sie enttäuscht waren über die Länge des Spiels, aber ich bin bisher echt begeistert. Es ist richtig lang und wir haben schon viel erlebt. Also, es gefällt mir. Und wenn das jetzt ein Gebiet ist und danach noch eins kommt vielleicht, dann wäre ich voll zufrieden. Ich bin recht angetan. Oh, geil. Wald. Nehmen wir mal die Luft. Die macht den Kopf ganz klar. Noch nie habe ich solche Luft gerochen. Ich wette, wenn wir eine Woche dort verbringen, wird nicht nur Anna geheilt sein, sondern dem Oberst werden sogar die Füße nachwachsen. Ja, ganz bestimmt. Verdammt, was für eine holprige Fahrt. Dann mach doch langsam. Die ganze Trasse scheint wegzurutschen. Ich hoffe, sie erhält unser Gewicht. Wir sollten die Aurora kontaktieren und ihnen sagen, dass sie die andere Strecke nehmen sollen. Oh. Aurora, bitte komm. Die Aufklärung. Hört ihr mich? Ende. Ja. Geil. Oh. Herr Oberst, diese Strecke wird die Aurora nicht tragen. Nehmen Sie die Hauptstrecke. Ende. Ich verstehe. Hier sind ein paar Reparaturen. Das bedeutet eine Verzögerung. Trotzdem steht der Plan. Wir treffen uns dann ab. Wie ist die allgemeine Lage dort? Ende. Die allgemeine Lage hier ist der absolute Wahnsinn, Herr Oberst. Anna wird es hier bestimmt gefallen. Ende. Freut mich zu hören. Weitermachen. Aurora, Ende und aus. Der Plan ist also wie folgt. Wir begeben uns zu dem Damm, überprüfen ihn schnell und sagen ihnen, sie sollen herkommen. Sieh dir diese schöne Gegend nur an. Willst du nicht auch, dass sie schon eher hier sind? Oh mein Gott. Was zum... Oh! Nein! Oh mein Gott! Das war's mit der Draisine. Fuck! Nein, nicht der Rucksack! Oh, scheiße! Beweg dich, Artyom. Oh, zum Glück ist Aljoscha noch da. Nee, das ist nicht Aljoscha. Scheiße. Geh weiter!
Wir müssen das Ufer bis hin zu den unteren Stromschnellen absuchen. Hier ist nichts. Komme. Oh. Unsere Leute haben deinen Freund geschnappt. Ich kann aber sehen, dass ihr zwei keine Banditen seid. Ich werde dir helfen, solange du keine Dummheiten machst. Jetzt muss ich los. Bleib nur außer Sichtweite, dann ist alles gut. Oha, die Kinder des Waldes. Bäh. Oh, Kacke. Jetzt kommen noch Wölfe. Rotierte Riesen-Zombie-Wölfe. Habe ich noch irgendeine Waffe zur Verteidigung? Ne, ich habe keinen Rucksack, nichts. Ich habe nichts mehr. Meine ganzen Waffen sind weg. Scheiße. Scheiße. Wo bin ich denn? Habe ich mein Klemmbrett? Ja, das habe ich noch. Okay. Oh mein Gott. Setz mich erstmal hin, ha? Ja, ich habe das mit dem Fernglas gelesen in den Kommentaren übrigens, dass wenn ich das Fernglas hier ganz nah ranzoomen muss, dass es die Orte markiert. Und wegen der Helligkeit, das lese ich auch immer wieder, Leute. Ich versuche es immer so hell wie möglich zu machen, aber wenn es dunkel ist und Nacht, dann ist es nun mal Nacht. Aber das Nachtsichtgerät werde ich vielleicht auch mal öfter einschalten. Ja, ich weiß, ich denke da immer so selten dran, aber bei mir ist es auch stockdunkel. Und ich orientiere mich dann immer an den kleinen Lichtquellen der Gegner. Ach du Scheiße. Oh! Eine Armbrust? Oh, wie gut! Eine neue Waffe. Oh, ich feiere es gerade so ein bisschen. Jetzt kriege ich auch noch eine Armbrust. Dabei war doch 2013 das Jahr der Armbrüste und Bögen. Was habe ich denn? Einen! Oder wie? Ich habe es gerade nicht gesehen. Einen Pfeil gerade mal. Einen Pfeil! Oh Mann. Wurfwaffen, auch nichts. Ich kann zuhauen, das war's. Ah, ja, ah. Ihr blöden Mistviecher. Ja, brennt. Oh, was ist das denn? Das ist Atschemschka 88. Oh. Ah, das ist eine Postkarte. Ich dachte eben schon, was für ein Rucksack ist denn hier? Oh, geil. 89. Boah, das ist immer noch so eine gute Qualität. 15, die Tiger. Ja. Ich habe von 15 Postkarten eine, also jetzt die zweite insgesamt. Das ist mal ein Schnitt. Aber ich habe auch nie so drauf geachtet, um ehrlich zu sein. So speckige alte Strumpfhosen. Leben hier noch Leute? Ich meine, die Kinder des Waldes sind ja offensichtlich noch irgendwo zu Hause. Okay, ich mache das Nachtsichtgerät. Achtung. Ich habe kein Nachtsichtgerät. Oh Mann. Also ich habe nur meine Taschenlampe. Oh. Plünderer, dasselbe wird euch allen passieren. Guck mal, die Socken. Ja. Oh ja. Was ist das, ein Buch? Nee, ein Brettchen. Plünderer. Wo denn? Ja. Krasse Sache. Ja, jetzt ist es zu spät für die Plünderer. Ich meine, gibt's ja nichts mehr. Vergewaltiger. Oh. Die Puppe. Er hat alles gesehen, die Puppe. Schlimm, schlimm. Wie spät ist es eigentlich? Es wird so langsam dunkel, oder? Oh, 18 Uhr.
Ich dachte, ich soll auf Abstand bleiben. Serogo, der Ausbilder, hat die Straße 20 Stunden lang gegen Plünderer verteidigt. Oha. Geht das nicht? Oh. Kommt da gar nicht durch? Kann ich durchkriechen? Ich meine, ich habe ja alles Zeug verloren. Mein Rucksack ist weg. Ich bin jetzt viel schmaler als vorher. So in der Vertikalen. Ah, kann ich hier vorbei? Auch nicht. Okay, ich muss vorne rum, wenn ich in den Schuppen will. Gefällt mir aber gar nicht. Was? Wer schießt da? Ist das eine Warnung oder fängt oder will das schon jemand fangen und jagen, meine ich? Die haben sowohl die Menschen eingepfercht und getötet. Oder die Leichen reingeworfen. Ist echt unheimlich hier mit dem Pfeilen. Also die sind alle leise. Und so ein Waldvolk, das mit Pfeil und Bogen auf mich schießt, finde ich nicht sehr geil. Ach du heiliger Wimmern. Oh! Okay, ich habe irgendwie ganz kurz gedacht, ich kann darauf laufen, aber ist wohl nicht der Fall. Mit dem ganzen Holz hier im Wasser. Ja. Auch nicht rüber. Shit. Ich komme gar nicht zu den Häusern hier. Nee, ist auf jeden Fall nicht erreichbar von hier aus. Da. Ach, das ist eine Nachricht. Ich dachte es mir schon. Oh, da schreit jemand. Bandit, dieses Territorium gehört den Brüdern der Küste. Verschwinde, sonst bezahlst du mit deinem Leben, wie die anderen. Tod den Eindringlingen. Und da schreit jemand. Ist das Aljoscha? Ins Gesicht getroffen. Die Mistkerle haben mich so eng gefesselt, dass ich meine Arme nicht mehr spüre. Hatte ich gerade ein X auf den Arm gemacht? Ja, Kumpel, ich weiß nicht. Böse. Bitte, Mann, lass mich hier nicht zurück! Ich weiß nicht, ob ich das kann. Oh, die haben den erwürgt. Bah. Lass mich hier nicht zurück, Mann! Hier gibt es verschissen viele Wölfe! Mal, ich weiß nicht, soll ich? Zu fest. Ich kann mich nicht selbst befreien. Du greifst mich bestimmt an gleich, ja? Ah, komm, aber ich kann dich hängen lassen. Ist ein bisschen mies. Ich schulde dir was. Das werde ich dir nie vergessen. Ich schwöre. Ja, ja. Diese Fichtenficker. Mich hier einfach mit diese Fichtenficker. Oh, verdammte Scheiße. Oh, das war echt beschissen. Naja, aber du weißt schon, dass du es wahrscheinlich verdient hast. Wenn du den Leuten hier was Böses antun wolltest. Aber es gab Karma dafür, von daher. Oh. Das sind die Wölfe. Die sehen ein bisschen gruselig aus. Alter Schwede. Kennt ihr diese mexikanische Puppeninsel? Die ist echt creepy. Erinnert mich gerade ein bisschen daran. Ah. Okay, da oben war eine Zipline, da gehe ich mal rüber. Oh, Pilze. Chemikalien sind immer gut. Ich hätte gerne meinen Rucksack wieder. Die müssten eigentlich bald abrücken. Mhm.
Ist okay. Mach du mal, ich bin nicht mehr für dich verantwortlich. Ah ne, ist keine Zipline, das ist einfach nur zum Festhalten. Oh. Kinderspielzeug. So, wo geht's denn hin jetzt? Ah, tja. Hoppala. Hm. Ich sagte, ich sollte unbedingt Abstand halten, aber wir sind ja kein Bandit. Kann sie das ihren Leuten nicht einfach sagen? Sehr gut. Oh. Holt gibt's ja auch noch. Häschen. Nein, ich kann das Häschen nicht abschießen. Außer es ist ein Killerkarnickel, was mich töten will. Oh, das hier gefällt mir bisher am besten, das Gebiet. Ich weiß, das sage ich bei jedem Neuen irgendwie, aber es ist... So Wald... Wald ist generell fein. Na, das ist so eine krasse Armbrust. Wie gut ist das? Ihr seid wirklich lautlos, endlich mal. Ich meine, so ein... Das Gewehr mit den Kugeln... Das war ja auch nicht gerade lautlos. Das hat ja auch einen ganz lauten Plopp gemacht. Drüben sind noch Pilze. Vielleicht finde ich irgendwo hier am Hafen... Oh, guck mal, das sind seine Jungs. Also im Hafen, am Wasser vielleicht irgendwo meinen Rucksack wieder, wer weiß. Irgendwie habe ich so das Gefühl, die sind alle tot. Yep. Hey Jungs. Dein Kollege oder... Das sind deine Kollegen hier, ja? Die sehen aber ein bisschen fies aus. Der wollte nur angeln. War das so eine schöne Musik? Ja, also unser Rucksack ist leider nicht hier. Okay, wird Zeit, dass ich mir mal einen Unterschlupf suche, weil es wird schon dunkel und dann seht ihr wieder nichts. Oh, es ist so dunkel! Ja, ist halt. Ne? Kann ich nichts ändern. Sonst wird es nicht gut aussehen, wenn ich es heller mache. Aber wie gesagt, ich werde mal versuchen, jetzt mehr Licht in die Sache zu bringen. Nur verrät mich das halt leider. Auch das Nachtsichtgerät macht eine gewisse Lautstärke. Es hat eine gewisse Lautstärke und das verrät mich dann. War früher auch schon so in den anderen Metro-Teilen. Wollte ich nur mal so anmerken. Aha. Kann er nicht reinkriechen, ne? Oh. Der hat einen Vogel und eine Tröte, hat er. Steht da? Sieht irgendwie ein bisschen, naja, unschön aus. Frag mich ja, warum sind die Leute nicht mehr hier im Dorf unterwegs? Warum wohnen die hier nicht mehr? Oh, eine Schule? Direkt am Eingang? Schulen sind ja so der Stoff, aus dem Albträume sind in solchen Sachen hier. Hä? Ah. Einfach ein paar Patronen hier im Korb liegen in der Schule. Wo finde ich die Gatling in der Schule hier, bitte? Eine Gatling oder ein Raketenwerfer? Was anderes würde nicht in der Schule passen. Was steht da? Ah. Wenn ich nur Russisch könnte. Verlorener Brief. Lieber Weihnachtsmann, ich heiße Larisa, bin 8 Jahre alt und war ganz brav dieses Jahr. Ich war kein Feigling. Ich habe 2 Rehe getötet und gehäutet und einen Banditen am Bein verletzt. Und ich lüge nicht. Deshalb wünsche ich mir zu Weihnachten einen Brief von Mama und Papa, wenn ihr das nicht zu viel Mühe macht. Ich vermisse sie so schrecklich und andere Geschenke brauche ich nicht. Och Gottchen. Ach Gottchen. Ach hier, Feuer. Armes Kind. Warte mal, ja, Metro, natürlich. Das ist so oft eine rote Tafel. Kenne ich gar nicht. Ist das, oh. G.
Gibt's das hier so häufiger oder was? So rote Schiefertafeln? Das ist wahrscheinlich nicht mal Schiefer. Ah. Ich hab so das Gefühl, ich werde bald wieder eine Gasmaske brauchen. Gut, ey, wie viele Pfeile habe ich denn jetzt schon? Oh. 18, 19. Ha! Geil. Es wird echt mal Zeit, einen Unterschlupf für die Nacht zu finden, oder? Bitter, ich könnte es auch nicht lesen, leider. Ich will ja gar nicht hier rein. Ach, crap. Überall diese Köpfe. Ah. Oh oh. Halt! Stehen bleiben! Wir sind die Brüder der Küste! Noch ein Schritt und wir machen dich kalt! Hey, noch ein Schritt und du stirbst! Ja, wenn du also weißt, was gut für dich ist, verschwindest du besser, du Landratte! Schon der eine Streuner, den wir heute gefangen haben, war einer zu viel. Oh, ich darf da nicht rein, ja? Alles doch scheiße. Da muss ich aber hin, Leute. Das heißt, sie dürfen mich einfach noch nicht sehen, ja? Upsi. Ich glaube auch nicht, dass sie böse sind, weil sonst hätten sie ihn schon getötet. Also Ayosha. Und Olga war jetzt auch nicht so die böse Sorte. Die sehen nur ein bisschen fies aus. Ich meine, sie haben mich gewarnt. Sie hätten noch gleich schießen können, ne? Und ich kann es auch ein bisschen verstehen, wenn die Banditen die Frauen vergewaltigt und Kinder getötet haben, dann würde ich die auch so behandeln, sogar noch schlimmer wahrscheinlich. Da wäre ich ein bisschen assiger sogar. Wie viele Tote hier rumliegen, aber alles Banditen, ne? Ach. Das sind Puppen. Die sind alle so erschrocken. Huch. Kann ich da drin pennen. Oh. Na, ob ich hier drin pennen will, ist die andere Sache, aber ich muss halt irgendwo. Wieder Metrobuch. 2034. Da kommen mal die ganzen Kinder. Na? Sieht noch einigermaßen frisch aus, der Kerl. Oh, was mache ich denn? Ich habe einen nervösen Finger. Jetzt ist der Pfeil weg. Naja. Mach ich was mal so. Ich glaube, irgendwas kommt hier noch. Hört sich schon so unheimlich an, hier alles. Hm. Oh, Tape. Es sind nun schon 2 Monate. Niemand hat die Kinder abgeholt. Wiggin und Tusha kommen auch nicht zurück. Die Arbeiter vom Kraftwerk sagten, sie würden sie zur Stadt mitnehmen, aber ich hätte meine Autorität nutzen sollen, um sie davon abzuhalten, aber... Damals hegte ich auch noch Hoffnung auf eine Evakuierung. Vergebens, wie ich jetzt weiß. Wer sollte uns schon evakuieren, wenn es im Funk nur rauscht? Es kommt keine Hilfe. Aber wozu brauchen wir eigentlich Hilfe? Unser Tal war offenbar gar kein Ziel. Sogar vom Fallout sind wir verschont geblieben. Selbst direkt unter den Abflussrohren bleibt der Zähler im grünen Bereich. Die Kinder sind gut vorbereitet. Die vielen Wanderungen haben sich gelohnt. Es wird einfach sein, ihnen das Jagen beizubringen. Alles Lebensnotwendige haben wir und was wir nicht haben, machen wir uns. Zur Hölle mit den Zweifeln. Wir müssen die Probleme angehen, wie sie aufkommen. An erster Stelle steht das Überleben. Gute Einstellung. Ja, wenn die Kinder hier echt schon gewandert sind und sich mit Beeren und Pilzen und so weiter auskennen, was man essen darf und was nicht, ist doch wunderbar. Traurig ist halt nur für die Eltern, also, oder für die Kinder, dass die Eltern nicht mehr zu kommen scheinen.
War das hier so ein Ferienort? Oder ich weiß ja auch nicht, was war denn das mal? Oh. Das ist neu. Guck mal. Nachtsichtgerät. Eieiei. Das bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt Licht noch auf der Flunze habe hier. Also so ein Infrarot-Zielfernrohr, meine ich. Nee, nichts mehr. Alles geplündert schon. Hier ist wohl so ein guter Spähposten gewesen, ha? Guck mal. Ja, hast du genau den Eingang im Visier. Oh, da ist noch was. Also, da ist noch ein Eingang. Die Leuchtpilze sind schon so ein bisschen... Ja, die lenken die Aufmerksamkeit zumindest manchmal auf Orte. Ganz praktisch. Oh. Oh mein Gott, natürlich ist hier unten wieder alles keimig. Guck mal, der auch, wie der aussieht, der ist schon fast verwest. Ich meine, ist ja klar, wie lange die jetzt schon hier unten sind. Sieht man bei einigen ja schon. Würde mich auch nicht wundern, wenn bald einer aufspringt und mich angreift. Also nicht von denen jetzt. Aber von den etwas frischeren. Hey, hey. Guck mal, der wächst schon was aus dem Mund raus. Der hier. Das ist aber immer derselbe Typ, oder? Immer derselbe... Kerl mit Oberkörper frei und Bart und Glatze. Geh mal. Ah! Ey, du Sch... Oh! Was hat die noch für Beinchen überall? Guck mal. Die hat überall Beinchen am Körper noch. Von wegen nicht mutiert. Oh ja, Nachtsichtgerät. Na endlich, seht ihr mal. Voll praktisch. Einfach so an den Kopf tackern. Alles gut, dann haben wir das jetzt hier unten. Das ist auch noch erste Generation, das sieht man. Ein etwas schlechteres Nachtsichtgerät ist das noch. Seht ihr? Jetzt halt echt nicht lesen, Leute. Na komm, die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich muss immer mal ausmachen, da ich die Lichtquellen sehe, versteht ihr? Deswegen ist es oft so, dass ich es aushabe, das Nachtsichtgerät. Also sieht es auch eigentlich einfach farblich nicht schön aus. Hat sie einfach farblich schön? Vorne sind sie. Die Piraten. Ich muss da halt leider durch, Kinder. Was soll ich machen? Ich muss hier durch. Das macht übrigens jetzt keine Lautstärke, oder? Das erzeugt keine Geräusche, das Nachtsichtgerät. Noch sieht man ja alles. Ich mach das jetzt nicht aus. An, meine ich. Leise. Ich muss mal lauschen, weil ich höre die oben rumreden. Du hattest die ganze Zeit recht. Da draußen ist nicht nur Russland. Da ist die ganze Welt. Ich habe Hoffnung. Über die Zukunft fürchte ich noch immer.